Ich bin eigentlich nicht für englische Titel, aber das bot sich einfach als Kürzel besser an als Deutsch. Also Inside sind diese, wo ich mich selber eigentlich als Modell nehme, wenn man so will, die Innenschau, Outside meine Performance und Installationen im Außenraum. Und B-Side sind diese kleinen Dinge, die ich immer auch sehr schätze, also dieses auch kleine Blumen sind der Zedernah, um jetzt mal einen Literaten zu zitieren. Das ist bei mir, das ist dieser kindliche Blick, den ich mir bewahrt habe und der auch das Schaffen eigentlich immer weiter treibt. Die Ausbildung habe ich an der UDK, früher HDK, also Universität der Künste in Berlin, absolviert im Bereich Grafik und Fotografie. Mein Coming Out war mit fast 50 in einem Krankenhausaufenthalt, wo ich die EKG-Papiere aus dem Papierkorb gezogen habe und angefangen habe, nachts zu zeichnen. Das sind diese Zeichnungen, die Sie hier an der Wand sehen. Ja, also nicht unbedingt das Alter Ego, das steht nur für Mensch, ja. Also dahinter sind immer sozial-politische, kann ich schon fast sagen, Themen, die mich interessieren. Also Leben, Tod, Krieg und Frieden. Memento Mori ist es auch, so wie auch andere, zum Beispiel das mit der Hand und dem Röntgenbild der Hand dahinter, das ist auch ein Memento Mori. Das ist bei Ausstellungen, zu denen ich mich bewerbe, so, dass ich mir dann zu dem Thema, was ausgeschrieben ist, etwas überlege. Dieser Dinosaurier hat mich sehr fasziniert von Anfang an. Wenn man den jetzt verspiegelt, könnte man den vielseitiger zeigen und dieser Raum würde eine ganz andere Anmutung bekommen. Und das war nachher wirklich so, wie ich es mir ausgedacht hatte. Das Dach, dieses gläserne Dach und sämtliche rundherum stehenden kleinen Dinosaurier spiegelten sich. Und ich bin mal gefragt worden, ob ich mich als politische Künstlerin sehe. Das habe ich vehement bestritten. Aber inzwischen sehe ich schon meine politischen Bezüge. Ganz klar, also jeder, der so öffentliche Themen aufnimmt, ist politisch. Und angeregt werde ich eben oft durch Lektüre. Und schreibe dann auch eigene Texte, manchmal Spanisch-Deutsch dazu. Nein, ich habe immer handgeschrieben. Ich habe sogar, nicht Kalligrafie hieß das nicht, aber ich habe Schriftschreiben und Typografie gelernt in der Ausbildung. Ich schreibe diese Texte, um sie zu verinnerlichen. Das ist Zeichenkarton im Gegensatz zu diesen EKGs und hatte was mit den Lebensläufen von berühmten alten Frauen zu tun. Und da fiel mir eben diese Hildegard von Bingen als Erste ein, weil sie ja auch ein sehr spektakuläres Leben hatte und ich da so bestimmte Bezugspunkte auch gesehen habe. In Schwedoder habe ich an einem Landschaftsplenär teilgenommen mit Künstlern aus Osteuropa, aus Ostdeutschland, aus Westdeutschland. Ich bin in den Außenraum, habe eine Installation gemacht, hatte die Idee, einen roten Teppich für die arbeitende Bevölkerung auszulegen. Da gab es eben diese rote Fließtapete, 20 Meter. Und die hatte ich mir vorher schon ausgeguckt, in diese Klappschute gelegt, wo noch ein Restwasser drin ist und durch die Hitze im August sich diese grünen Algen bilden. Und im Nu, also innerhalb einer Woche, war fast das Rot mit den grünen Algen überwuchert. Und das fand ich eine sehr sehr, sehr schöne Installation in Bezug auch auf die Umwelt. Also es war nicht jetzt nur dieser Titel, sondern es war eben auch wirklich passend. Die meisten denken, es ist künstlich digital erstellt, aber es ist ein reales Foto in Madrid aufgenommen, in einem Anbau einer Versicherungsgesellschaft oben. Man schaut durch dieses Eisengitter auf die Umwelt, auf der einen Seite den Botanischen Garten hier, die grünen Bäume und auf der anderen Seite die Häuser, die noch in Terrakotta ausgeführt sind. Die obere Etage war eben komplett verglast und davor waren noch diese rostigen Eisengitter. Musik.
plane sowas nicht. Dann kommt mir eine Idee und dann kommt ein neues Werk, wie dieses Diptychon hier hinter mir, wo ich eben dieses Foto gemacht habe, nachdem ich vorher im Wald dieses große Birkenstück hier entnommen habe. Und dann später, das musste dann gepresst werden, damit es flach erstmal wird, es hat ja eine gewisse Spannung, getrocknet. Und dann habe ich das auf ein Leintuch meiner Großmutter aufgezogen und beschrieben. Und diese Texte sind eine Fortsetzung sozusagen des grafischen Erscheinungsbildes der Birke. Man hat früher wirklich die Birke als Papiergrundlage ganz dünn abgezogen und das war der Papierersatz, ähnlich wie Papyrus. Und da habe ich eben angefangen, darauf zu schreiben. Das erste Stück habe ich eben ganz und gar beschrieben. Da gibt es eben auch einen Katalog hier in der Vitrine. Da fängt das an und dann ging das immer weiter, dass ich eben auch teilweise Birkenbriefe geschrieben habe, auch Antworten bekommen habe. Und ja, bis zu über 10 Jahre habe ich dieses Projekt verfolgt. Der nach der Gründerin unseres Verbandes benannte Ida Demel Kunstpreis der GEDOK für bildende Kunst wird seit 2020 alle 2 Jahre vom Bundesverband GEDOK ausgelobt und von einer unabhängigen Jury vergeben. Der privat gestiftete Preis soll den Perspektiven von Künstlerinnen und ihren schöpferischen Positionen Sichtbarkeit und Anerkennung verleihen. Er würdigt ein langjährig gewachsenes Gesamtwerk und die kreative Auseinandersetzung mit Themen von gesellschaftlicher Relevanz. Er ist mit diesem Profil in Deutschland einzigartig. Die Preisträgerin des Jahres 2022, Barbara Nozulak, beschreitet seit Ende des 20. Jahrhunderts in der analogen und digitalen Fotografik mit Installationen, Zeichnungen und Performances eigene Wege. Immer werden dabei künstlerische Ideen mit einem hohen ästhetischen Anspruch und präziser Gestaltung ins Bild gesetzt. So entstand ein umfangreicher Werkkomplex, geprägt von großer Affinität zu literarischen Texten, aus fremder oder aus eigener Feder. Barbara Nozulak führt in ihrem Schaffen Wechselwirkungen verschiedener künstlerischer Ausdrucksformen prägnant und eindringlich zusammen.